Hi, Dennis hier. Ich bin Deutscher, was mir verdammt, verdammt, verdammt leid tut. Und hier ist nochmal ein Spiel aus meiner Kindheit. Das ist heute Push Over. Sozusagen der Domino Day unter den klassischen Spielen. Wobei ich jetzt gerade nicht unbedingt weiß, wie bekannt das ist. Die Story ist, dieser komische Hund hier, der isst gern Quarras und der verliert die. Quarras, das sind so komische Kartoffel... Käse, Cracker, Chips, Dinger. Und der verliert die, die fliegen in diesen Termitenhügel. Er ist brutal traurig und deswegen lässt er die Ameise hinterher hüpfen. Die soll ihm seine Chips wieder zurückbringen. Und wie das passiert, das sieht man gleich. Nämlich, man muss Steine anordnen und danach so umwerfen, dass immer dieser... dass alle Steine umgefallen sind und dieser gestreifte Stein, den man hier sieht, wo jetzt die Ameise davor steht, dass dieser zuletzt fliegt. So, ist hier jetzt noch leicht. Ich musste eigentlich nur einen Stein umwerfen, umstellen. Dann werfe ich die ganze Tosse um und schon kann ich zum Ausgang gehen. So. Die Ameisen hier, die zeigen mir dann, welches Passwort ich für den nächsten Level habe. Sehr lieb. Zu gütig, zu gütig. So, diese roten Steine, die müssen nicht fallen, weil die können gar nicht fallen. Und deswegen stelle ich jetzt hier den nächsten Stein wieder um und Rätsel ist gelöst. Mag man jetzt denken, ist vielleicht, ja, ist ja schon ganz nett. Ja, also ich würde das ja schon auch so vielleicht mal spielen. Aber da ist ja dann irgendwann keine Abwechslung mehr drin. Jein, es ist schon noch eine gewisse Abwechslung drin, keine Angst. Denn es gibt hier noch verschiedene Steine. Zum Beispiel dieser hier mit diesem roten Streifen in der Mitte. Das ist ein Tumbler. Was bedeutet, der kippt erst dann endgültig um, wenn er gegen einen Stein prallt. Und so lange läuft er einfach weiter. Im Gegensatz zu den gelben Steinen, die einfach nur umfallen würden. Aber hier sieht man jetzt, der fällt um, prallt gegen den roten Stein, wirft den gestreiften um und man kommt weiter. Und das ist auch nicht der letzte neue Zusatzstein, den man da kriegt. Dieser hier zum Beispiel, das ist ein Stein, der, wenn er getroffen wird, nach oben fliegt. Und erst wenn er an eine Decke stößt, schlägt er weiter. Das sieht man jetzt hier. Blum, blum, blum. Gut. Und weiter geht's. So, jetzt hat man hier einen lustigen Stein mit gelbem, rotem kleinem Streifen in der Mitte. Das ist ein Brückenstein. Wenn der fällt, wenn der in den Abgrund fällt, dann baut er da eine Brücke. Plopp. Und schon kann der Tumbler weiterrollen. So. Und weiter geht's. Also die ersten Levels, die sind jetzt noch so gedacht, dass man so ein bisschen Einführung gibt, die Steine auch kennenlernt. Dieser hier ist zum Beispiel, wenn ein Stein drauf auf ihn drauf fällt, dann splittet er sich in zwei Steine. Und sagen wir mal, vom Ideenreichtum her ist da schon ein bisschen was geboten hier. Ich habe vergessen vorzulesen. Glückwunsch! Sie haben das Rätsel gelöst! Sie erhalten ein Token! So. Immer das auch mal erledigt. Gut. Das hier ist ein explodierender Stein. Der reißt das Gegenteil vom Brückenstein. Man sieht es hier schon. Die Ameise mag den nicht so. Wenn ich jetzt hier einen drauf werfe, explodiert der. Und alles nimmt seinen Lauf. Jetzt muss ich hier runterhüpfen. So. Irgendwo runterspringen. Mal gucken, ob ich das hier zeigen kann. Geht übrigens auch nur über bestimmte Höhen. Also da geht das auch nicht. Ich glaube, hier ist dann schon zu hoch. Plop. Oh. Find's auch komisch. Erstens, seit wann haben Ameisen Skelette? Und zweitens, seit wann zerfällt man zu einem Skelett, wenn man... Ach, ist ja egal. So. Nee, das wird nicht funktionieren. Der rote Stein, der steht zu weit links. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst gerade. Ach, Asche auf mein Haupt. So, und losgelegt. Ja. Übrigens, man spielt das Ganze noch gegen die Zeit und man
muss das Zeitlimit auch noch dazu nutzen, um auch tatsächlich zum Ausgang zu finden. Wenn man das nicht schafft, dann ist auch wieder das Geschrei von der Ameise groß. Sag ich nur mal. So, das hier, das ist so ein komischer Stein. Da habe ich nie so ganz kapiert, was der soll. Aber ich glaube, sobald der angestoßen wird, stößt er gerade noch so weiter. Und dann verschwindet er. Also in dem Fall bedeutet, wenn ich ihn jetzt hier am Rand hätte stehen lassen, dann wäre er schon gar nicht runtergefallen. Weil bevor er am Boden liegt, verschwindet er. So. Das sieht doch gut aus. Gut. Und auch das Rätsel hätten wir gelöst. Ich spiele das jetzt einfach mal so weiter. Ich bin ja allgemein ziemlicher Freund von so Puzzlespielen. War ich auch schon immer gewesen. Weil, man kann zwischendurch spielen, man legt einfach mal los und, wie soll man sagen, man kann es 5 Minuten spielen, man kann es 2 Stunden spielen, man kann es eine Viertelstunde spielen, man kann es eine halbe Stunde spielen. Man muss sich einfach nicht so ganz extrem dranbleiben. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, genau. Das Hindernis an dem Rätsel ist, dass man hier unten einen Brückenstein hat. Und eigentlich sieht das ja leicht aus. Also man stößt diesen Tumbler hier an, der rollt kurz über den Brückenstein, macht diesen getigerten Stein platt und dann ist alles schön und gut. Aber das Problem hierbei ist, dass dann da unten die Lücke zu ist und durch die muss man mit der Ameise zuerst durchkommen. Sonst kommt man nicht an die Tür, die sich am Ende öffnet. So, dafür gibt es diesen Stein mit diesem diagonalen roten Stück. Der kippt schon um, aber eben mit leichter Verzögerung. Und deswegen haben wir jetzt genug Zeit runter zu hüpfen und hoffentlich jetzt noch genug Zeit, um durch den Ausgang zu witschen. Ja, hat gerade noch so gereicht. Sehr schön. Und schon haben wir eine Packung von diesen Quarvers gefunden. Tatsächlich wurde dieses Spiel wohl für diese Quarvers Company gemacht. Ja, und ist damit auch eins der ersten Werbespiele. So, und schon hat sich die Landschaft gewechselt. Wir sind jetzt in so einem Maya-Gedöns. Maya! Finde ich ja sehr reizend. So, wie war das jetzt? Also man muss, glaube ich, diesen Tumbler hier hinstellen, damit er noch weiter geigt. Und los geht's. Und mal gucken, ob die Zeit jetzt wieder reicht. Weiß ja nie. Gerade so wieder. Und so gibt's hier auch wieder mehrere Landschaften. Man kommt später in so ein Raumschiffzeug, dann kommt man ins alte China und so weiter. Oh Mann, wieso habe ich Kopfhörer auf bei dieser komischen Drum-Musik? Ich muss nachher noch arbeiten, Mensch, dann kriege ich noch Kopfschmerzen. Alter, ist das dran? Was ich sag euch das. Gut. Keine Ahnung, ob das hier schon funktionieren wird. Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe aber auch... Ach so, ja. Das Lustige an diesen Hochgehsteinen ist, die laufen auch so lange, bis sie eben endgültig aufhören. Und das bedeutet in dem Sinne, dass der dann immer weiter hoch rollt. Und so. Gut. Und da gibt es nämlich auch noch einen Trick, den man nutzen kann. Man kann nämlich Steine auf einen Abgrund runterwerfen. In dem Fall braucht man das, weil sonst werden diese Steine hier gar nicht erreicht und der komisch gestriffelte Stein würde nicht als letzter fallen und dann ist das Geheule groß. So, und schon wieder habe ich das Rätsel gelöst. Ja, richtig. Also, welche Erinnerung ich mit diesem Spiel verbinde, ja, mit meinem Vater zusammen bin ich da immer wieder lange gesessen und wir haben gerätselt, haben lange drüber gegrübelt, wie man welches Rätsel lösen kann. Das war schon, hat Spaß gemacht, das zu spielen. Muss ich schon auch mal ganz ehrlich gestehen. Ansonsten, ja, wir haben uns da schon manchmal auch, obwohl er der Meinung war, dass man ein Spiel nicht länger als 15 Minuten am Stück spielen sollte, haben wir uns damit schon ganze Wochenenden um die Ohren geschlagen. Dabei war es er hat immer, habe ich mir mal Rollercoaster Tycoon gekauft. Also ich fand es schon cool, aber
Ich fand's jetzt auch nicht so den mega Hammer. Also hat Spaß gemacht, aber auch nicht mehr. Und er hat das mit einer Inbrunst gespielt. Er hat dann ganze Samstage hat er sich zurückgezogen und hat nur Rollercoaster Tycoon gespielt. Und irgendwann kam ich dann zufällig vorbei und da habe ich gesehen, dass er sich so einen Ordner angelegt hat, in dem er Achterbahn skizzierte. Das hat schon mir so ein bisschen Angst gemacht. So, wieso habe ich dieses Level nicht geschafft? Ich weiß es nicht. Irgendwas muss mit diesem Dinger hier gewesen sein, wahrscheinlich. Jedenfalls, der hat sich dann so ein Ordner angelegt mit irgendwelchen Skizzen von Achterbahnen, das war schon relativ creepy shit. Und hat dann auch irgendwie mit meiner Mutter noch drüber diskutiert, wo er jetzt irgendwelche Banken aufstellen soll. Also da habe ich mich da auch gefragt, wo sind wir denn hier? Also ich glaube, diesen hier kann er gar nicht aufheben. So, irgendwas mache ich gerade falsch. Ich weiß aber nicht was. Ach Gott. Ja, also so viel zum Thema Casual Gamer selber immer. Also, das Spiel geht nur zu lang. Und dann spielt man aber selber 20 Stunden am Stück. Okay, ich hoffe, jetzt habe ich das Rätsel lang gelöst. Wenn ich es tatsächlich schaffen sollte. Gut. Ist es mal Zeit für ein Fazit. Also ich finde das Spiel im Großen und Ganzen echt schon mal richtig cool. Die Idee, sage ich auch mal 5 Punkte, weil das ist nicht nur so oh komm, Domino Day und stellt da so ein paar Dominosteine hin. Da hat man sich schon so ein bisschen Gedanken gemacht, und zwar in dem Sinne, dass man sich gedacht hat, man hat noch diese Ameise, die rumlaufen und diese Steine dahin kloppen muss. Also es ist nicht einfach nur unüberlegt. Ja gut, stellt man halt da Steine hin und her und dann ist es schön und gut. Sondern man hat sich da schon Gedanken gemacht und das wertschätze ich normalerweise. Und was soll ich sagen? Die Idee ist gut. Ist mir 5 Punkte wert und so ist das. Für die Umsetzung gebe ich mal 4 Punkte. Es ist schön gemacht, nette Grafik, die Musik im Hintergrund ist ganz okay. Die Steuerung ist gut, wie sie es gemacht haben, das Level-Design. Alles solide, grundgut, aber nichts so weltenüberragendes. Also man kann es gut spielen, es hindert einen nicht irgendwie dran, dass man so irgendwie, oder man ist auch nicht irgendwie angepisst von wegen, was ist denn das für ein Spiel? Aber es ist eben echt nicht so was Weltenbewegendes. Für den Spielspaß auch 4 Punkte. Also es macht Spaß, das zu spielen. Ich bin auch einer, der gern rätselt. Aber das ist wirklich ein Spiel, das sage ich dann auch zu einer halben Stunde. Ja, jetzt war's schön. Jetzt ist gut. Ach so, funktioniert das. Ach genau, man muss ja noch darüber kommen. Das macht trotzdem Spaß. Man hat auch durchaus Abwechslung drin. Also es ist nicht so, dass es dann nach kurzer Zeit todeslangweilig wird. Aber ja, ist einfach... Ich finde, die Bewertung ist ja fair genug dann. Und insofern auch das Spiel hier ist Abandonware, wie die meisten Spiele, die ich hier aus meiner Kindheit reviewe. Ja, alles, was ich gespielt habe, will keiner mehr haben. Das ist voll traurig. Ja, so. Macht mich ganz arg. Ja. Jedenfalls, ladet es euch runter. Probiert es ruhig aus. Ich kann es nur empfehlen. Und die einzige Methode, dieses Spiel wirklich effektiv durchzuschaffen, die kommt... Ach, scheiße, ich habe keine Zeit mehr. Tschüss!